Ausland, Ausland! Yeah, 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 yeah! Das sind Pferdefreunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Ausland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein, unsere Pferde rennen. Heute in Horseland. Das hast du eben echt verpatzt, Molly. Um zu gewinnen, täuscht Zoe die anderen Mädchen, damit sie Molly aus dem Team ausschließen. Sie meinte, sie wollte erst noch ausreiten. Wird Molly Horseland für immer verlassen? Molly, komm zurück! Miam, miam, Schiff, komm, wir holen unser Essen. Wozu die große Eile, Angora? Also, ich will die leckere Mahlzeit nicht verpassen. Wenn wir uns beeilen, sind wir die Ersten in der Schlange. Und was ist mit Trine? Was soll das heißen, was ist mit Trine? Sollten wir nicht auf sie warten? Wach auf, Chef. Du weißt doch, wie Trine ist. Ein Schwein mit zum Buffet zu nehmen, ist, als würde man Sand an den Strand tragen. Das verstehe ich nicht. Es sind schon genug Schweine in der Essensschlange. Wozu also noch eins mitbringen? Angora. Na, was ist? Kommst du nicht mit? Ich finde es sehr unfair, wenn man Freunde ausschließt. Mein Magen knurrt wie verrückt. Wir sehen uns später. Angora, denk dran, was Molly passiert ist. Musstest du das unbedingt erwähnen? Das war traurig genug. Ich will das nicht nochmal erleben. Man spürte schon, dass an dem Tag was passieren würde. Es war wirklich was los auf Horseland. Alle waren mit den Vorbereitungen für die große Pferdeshow beschäftigt. Warum sind denn alle so aufgeregt? Das ist doch nur eine dumme Vorführung. Oh, Angora, die Horseland-Pferde- und Reitershow findet nur einmal im Jahr statt. Was du nicht sagst, nur einmal im Jahr? Wer hätte das gedacht? Wisst ihr schon, wobei ihr mitmachen werdet? Ich will Dressur reiten. Ich auch, ich auch. Mir ist das egal. Ich freue mich einfach, dass ich dabei sein kann. Das tun wir alle. Zum ersten Mal dürfen wir die Stars sein. Onkel Anton und Tante Eva Marie haben für jeden eine Disziplin ausgesucht. Ich mache Tonnenreiten. Benny macht Springreiten. Juhu! Chloe, du machst das Einzeldressurreiten. Ja! Was ist mit mir? Molly, Alma, Sarah und Zoe, ihr bekommt das große Finale. Die Musikkür. Wir werden das mit 4 Reitern anstatt der üblichen 2 machen. 4? Bei einer solchen Horde wird mich ja kein einziger Mensch bemerken. Das wird lustig, Zoe. Komm schon, sei keine Spielverderberin. Wir werden das super machen. Wir sollten lieber loslegen. Wir haben noch ein hartes Training vor uns. Jetzt üben wir die Kür, damit die Pferde sich an die Musik gewöhnen. Die spielen wir bei der Show über die Lautsprecher ab. Die sind gar nicht so übel, nicht wahr, Trine? Oh, sie sind wundervoll. Auf deinen Schweif auf, Pepper. Entschuldige bitte, Calypso. Hast du mal daran gedacht, nicht so nahe zu kommen? Hatschi! Was machen Molly und Calypso da? Soll das eine Lachnummer werden? Was trägst du eigentlich, Calypso? Hufe oder Clownsschuhe?
Ich finde das überhaupt nicht lustig. Eine Panne wie diese könnte die ganze Kür schmeißen. Wir haben da wohl einen Schritt verpasst. Keine Sorge, dafür ist das Training ja da. Das hast du eben echt verpatzt, Molly. Nächstes Mal klappt es. Das will ich doch hoffen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Wiedersehen, Zoe. Wir sehen uns morgen. Ich glaube, sie ist immer noch sauer auf mich. Ich darf meine Freunde nicht nochmal hängen lassen. Und dich darf ich auch nicht hängen lassen, Calypso. Wir werden uns große Mühe geben. Ich habe Angst, dass ich was falsch mache und damit alles verderbe. Tja, wir müssen halt üben. Du packst das schon. Vergiss nicht, heute war der erste Tag. Meint ihr das auch wirklich? Ja. Mach dir keine Sorgen, Calypso. Wir haben noch ein paar Tage Zeit. Du schaffst das. Ich hoffe, du hast recht. Chef? Das ist schwer zu sagen. In solchen Situationen wünschte ich, ich wäre kein Hund, damit ich ein paar Daumen zum Drücken hätte. Das habe ich befürchtet. Calypso ist so aufgeregt, dass sie nicht klar denken kann. Ich dachte, diesmal würde es klappen. Uns rennt die Zeit davon, Molly. Reiß dich ein bisschen zusammen. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Molly, warte! Hey, bleibt hier! Vielleicht ist es so das Beste. Wie meinst du das, Zoe? Wir können die Kühe auch mit 3 Reitern anstatt mit 4 machen. Hey, mi amiga, wir würden Molly niemals aus dem Team nehmen. Alma hat völlig recht. Molly ist unsere Freundin. Aber sie lässt mich lächerlich aussehen. Ich meine uns. Wenn wir sie ausschließen, wird sie bestimmt traurig sein. Das können wir nicht tun. Stell dir mal vor, man würde dich ausschließen. Mhm. Wieso sollte das jemand tun? Molly bleibt im Team. Wir werden ihr helfen, die Schritte zu lernen. Es sei denn, sie entschließt sich selbst aus dem Team auszuscheiden. Meinen, sie reiten zum ersten Mal zusammen. Eins ist klar, sie müssen so schnell wie möglich weg. Keine Sorge, Calypso. Wir kriegen das schon hin, wenn wir fleißig weiter üben. Hat Calypso immer noch Schwierigkeiten? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist, als hätte sie eine falsche Schrittfolge im Kopf. Wenn ich sie nur dazu bekäme, es richtig zu machen. Wenigstens einmal. Ich sollte dir das nicht sagen, aber Sarah und Alma meinen, ihr beide solltet bei der Kür nicht mitmachen. Aber ich weiß, dass Calypso das lernen kann. Wenn ich vielleicht mit Alma und Sarah reden würde. Das würde ich nicht tun. Wieso? Es wäre besser, wenn du mit Calypso ohne uns üben würdest. Wenn ihr es dann drauf habt, kommt ihr wieder dazu. Ja, da ist was dran, Zoe. Wo will Molly denn hin? Wir müssen doch trainieren. Ich weiß, das habe ich ihr auch gesagt, aber sie meinte, sie wollte erst noch ausreiten. Naja, das ist typisch Molly. Für sie ist das alles nur ein Witz. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass einige Leute Witze machen, um ihre wahren Gefühle zu verbergen. Wie dem auch sei, wir müssen trotzdem an der Kür weiterarbeiten, mit oder ohne Molly. Tja, da hat sie wohl recht, ha? Huh? Okay, Calypso, bist du bereit? Es geht los! Calypso? Ist
schon gut. Das braucht Zeit. Wir müssen es eben weiter versuchen. Zum Glück hatten wir heute nur Training und keine Show. Ich habe so viele Fehler gemacht, dass ich sie nicht zählen kann. Ja, und ich habe heute beim Springen fast alle Stangen runtergerissen. Ich frage mich, worüber die lachen. Keine Ahnung. Und was ist mit Molly und Calypso? Klopf, klopf, klopf. Oh, ich verstehe. Sie lachen über mich. Mach dich nicht über Molly lustig, Zoe. Sie ist unsere Freundin. Ich frage mich, wo sie hin ist. Wir müssen heute Nachmittag noch weiter trainieren. Ich glaube, sie lässt das auch ausfallen. Aber wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren, auch wenn Molly nicht mitmacht. Ich kann einfach nicht glauben, dass Molly so eine Nummer abziehen würde. Die Pferdeshow ist morgen, Calypso. Vielleicht hilft dir eine Mütze Schlaf. Braves Mädchen. Und egal, was passiert, ich möchte, dass du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich bin stolz auf dich. Du hättest sie hören sollen, Chef. Sie haben über Calypso und mich gelacht. Manchmal verstehe ich die Menschen nicht. Ich auch nicht, Chef. Ich würde zu gern wissen, was in deren Köpfen vor sich geht. Das ist alles meine Schuld. Wenn ich die Schritte richtig könnte, wäre das alles nicht passiert, da bin ich sicher. Ich weiß, dass ich das lernen kann. Das ist es. Kanter, dann erhabener Schritt 1. Erhabener Schritt 2. 1, 2. 1, 2. Ich hab es. Es geht los, Mädchen. Wir haben noch eine Chance, es richtig zu machen. Wenn ich nur wüsste, wie das Ding funktioniert. Ist das Abspielen oder Aufnahme? Hey, Molly, was machst du da? Ich übe mit Calypso. Wir werden diese Kühe hinkriegen. Das weiß ich genau. Oh, dann hast du es wohl noch nicht gehört, hä? Was gehört, Zoe? Sarah und Alma haben abgestimmt. Sie wollen dich unbedingt aus dem Team raushaben. Sie meinen, die Show ist zu wichtig. Sie wollen nicht, dass Calypso alles kaputt macht. Aber ich bin sicher, sie schafft das. Wir haben so hart trainiert. Tut mir leid, Molly. Es ist zu spät. Wenn Sie meinen, dass wir nicht gut genug für das Team sind, dann sind wir vielleicht auch nicht gut genug für Horseland. Na, das war gut genug für einen Oscar als beste Darstellerin. Wenn nur Calypsos Auftritt so gut wäre wie meine Schauspielerei. Wo will sie nur hin? Molly, komm zurück! Zoe, was ist passiert? Tja, wo will Molly hin? Sie steigt aus. Das würde Molly nicht tun. Schon gar nicht, wo heute die Show stattfindet. Und was wird jetzt aus unserer Musikkür? Wir haben mit 3 Leuten geübt, dann werden wir es wohl auch so machen. Wow, wow! Was ist los, Chef? Wow, 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 wow! Das Ding nimmt auf. Na, dann stell es ab, die Show fängt bald an. Verstehe ich nicht. Wieso ist die Aufnahme eingeschaltet? Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wieso ist sie so hysterisch? Was? Ich mache mir nur Sorgen. Wir kommen zu spät. Sarah und Alma haben abgestimmt. Sie wollen dich unbedingt aus dem Team raushaben. Wir wollen was? Sie meinen, die Show ist zu wichtig. Sie wollen nicht, dass Calypso alles kaputt macht. Hey, ich habe das nur für das Team gemacht. Sie hat das ganze Training ausfallen lassen. Aber ich bin sicher, sie schafft das. Wir haben so hart trainiert. Das war echt gemein von dir, Zoe. Hey, wohin wollt ihr? Molly suchen und sie zurückholen. Ihr könnt jetzt nicht gehen. Die Show fängt jeden Augenblick an. Freunde gehen vor, Zoe. Na los. Was ist mit der Show? Die kann ich nicht allein machen.
ein Mist, wenn wir doch nur die Kühe hingekriegt hätten. Hör auf, Kalypso. Ich fühle mich so mies. Alles ist verloren. Kalypso, mir ist nicht nach Rumalbern zumute. Was machst du? Wie hast du... Ist das aus der Kühe? Das ist es! Das ist die Kühe! Du hast es geschafft! Du hast es wirklich geschafft! Zu schade, dass das niemand sehen wird außer mir. Was macht ihr hier? Ihr verpasst die Show. Das ist nicht wichtig. Du bist wichtig. Wir wollten dich nie aus dem Team ausschließen, Molly. Zoe hat uns alle reingelegt. Sie hätte uns noch eine Chance geben sollen. Kalypso hat die Schritte gelernt. Und zwar alle. Sie hat sie endlich drauf. Ich weiß, wie wir Zoe eine Lektion erteilen können. An was hast du da gedacht, Mia Miga? Raus mit der Sprache. Okay, Peppa. Wir sind nach Chloe dran. Ich wünschte, Sarah und Alma wären hier. Als nächste Vorführung kommt die Musikkühe. Oh, klasse. Es geht los. Bringen wir es schnell hinter uns, Peppa. Oh? Mensch, bin ich froh, euch zu sehen. Sogar mich? Na los! So ist es gut. So macht ihr das richtig. Das sah toll aus. Nur du nicht, Zoe. Was ist passiert? Das würde ich auch gern wissen. Was habt ihr euch dabei gedacht? Was meinst du mit, was haben wir uns dabei gedacht? Ihr habt heimlich den Ablauf geändert. Oh ja. Wir haben wohl ganz vergessen, es dir zu sagen. Ihr habt's vergessen? Wie konntet ihr das denn vergessen? Das habt ihr mit Absicht gemacht. Ihr wolltet mich ausschließen. Jetzt siehst du mal, wie das ist, Zoe. Ich kann es einfach nicht fassen. Das ist so gemein. Das war nicht sehr nett von uns, nicht wahr? Nein, das war es nicht. Ja, ja, ich verstehe schon. Ich war wohl nicht besonders nett. Es tut mir echt leid, Molly. Ich hab's nicht so gemeint. Ich hab immer nur an die Show gedacht. Ich wollte einfach nicht, dass wir uns blamieren vor all den Leuten. Also ich glaube, den Leuten hat's gefallen. Und ich fühle mich jetzt auch wieder gut. Tja, das freut mich. Prima. Komm schon, Zoe. Das Ende war doch ziemlich lustig, findest du nicht? Ja, ich dachte nur, was machen die da? Wie stellen die sich auf? Das ist ja was ganz Neues. Das war ein irrer Spaß. Also, du solltest Trine jetzt Bescheid sagen, dass unser Essen fertig ist. Schon gut. Hitz mich nicht. Oh, jetzt sieh mich nicht so an. Na schön, ich werde Trine sagen, dass es Essen gibt. Beim nächsten Mal. Angora! Aber vergiss nicht, da ist immer ein bisschen Thunfisch, der nur für mich ist, hörst du? Oh, na schön. Hey, Trine, Essen! Hat jemand was von Essen gesagt? Oh, super! Hungrige Schweine im Tiefflug. Mann, hab ich Kohldampf. Ein Glück, dass ich aufgewacht bin. Ich will doch nicht das Essen verpassen. Hui! Oh, Futter, Futter, Futter.
lecker. Ich kann's nicht erwarten. Na, eine Katzenwäsche wird wohl nicht reichen, Angora. Du sagst es. Ich glaube, da hilft nur noch ein Bad.